Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Prey. Dann, ne, gesund mit Blumenkohl, ne? Der für Vielseitigkeit und Fun ist auch immer bekannte Blumenkohl kann als Ersatz in vielen traditionellen Rezepten verwendet werden, um den Nährwert zu erhöhen oder ohne aber auf Geschmack verzichten zu müssen. Kartoffelpüree, Pizzaboden. Ich glaube, ich habe sogar schon mal eine Pizza mit Blumenkohlboden gegessen. Ich bin mir fast ziemlich sicher, hier aber auch so eine Veggie-Pizza, ne? Reisbällchen und vieles mehr. Wenn Sie die gesundheitlichen Vorteile dieser duftenden Delikatesse jedoch noch weiter steigern möchten, sollten Sie sie unbedingt dünsten. Mit der Sorte in Lila schließlich peppen Sie Ihre Gerichte auch rein optisch auf. Also ich nehme auch den normalen. Okay, ja gut, das können wir immer noch. Oder? Wir stecken es ja eigentlich, oder? Wir haben ja schon Banane. Und die Bonbons haben wir ja auch schon. Ich nehme das mal mit. Ja, die Aalsülze ist das Einzige, was wir noch nicht hatten. Bäh, Aalsülze. Egal. Wer es mag. Steckt sich doch alles, ne? Warte, ich gehe wieder auf Größe. Ja. Könnte natürlich auch nach Typ, aber ich glaube, Größe ist ganz gut. Anzugreparaturkit. Okay, ich habe das Gefühl, wir brauchen das irgendwann nochmal. Ich will mich umgucken. Ach, hier waren wir ja schon. Hier komme ich aber nicht... Oder? Doch, eigentlich müsste ich hier mit der Glukanone rüberkommen. Warte. Ich sollte aber nicht so viel verwenden, ne? Warte mal. Ach komm. Ich weiß ja, dass das ganze Raumschiff auseinanderfällt. Aber so schlimm muss man es ja auch nicht darstellen, ne? Okay, das ist nur ein umgekippter Mülleimer. Noch eine Rohrzange. Davon finden wir jetzt ziemlich viele. Und die haben sehr viel Schund dabei, ne? Warte mal, da lag noch was. Kaputtes Festplatte. Ja, machen wir später. Glaube ich. Vielleicht. Eventuell. Vielleicht auch nicht. Das nehme ich mal mit. Brauche ich nicht. Steht denn hier? Nein! Ich wollte gerade lesen. Arschloch. Oh, warte mal. Da. Hier. Nein, so. Augen offen halten. Thaddäus, bitte behalten Sie Franklin im Auge. Er verbringt viel zu viel Zeit mit persönlichen Projekten und Freizeitaktivitäten. Wir sind hier natürlich alles nur Menschen, aber ich mache mir Sorgen, dass er versuchen könnte, mit dem Antriebssystem in unbefugte Bereiche vorzudringen. Dr. Thorstein. Hi, Gast aus dem Frachtraum hier. Haben Sie den verloren? Achso. Ich habe hier in meiner Schicht etwas Seltsames in einem der rausgehenden Container entdeckt. Ich glaube, es ist ein Fabrikatorplan für ein Geschütz. Er lag in einem Haufen alter Kondensatorzellen, die zur Pythias-Einrichtung verschifft werden. War vielleicht ein Versehen, keine Ahnung. Einer der Sicherheitsmitarbeiter hat ihn in einen Tresor auf der Sicherheitsstation der Lebenserhaltung gesperrt. Sagen Sie dort Bescheid, wenn Sie ihn wiederhaben wollen. Gas. Das war bestimmt kein Versehen. Sie übernehmen. Thaddäus, Dr. Calvino fühlt sich nicht so gut. Nicht gut genug, um unseren Besuchern die neueste Looking-Glass-Technologie zu präsentieren. Daher muss ich das Labor für längere Zeit verlassen. Meine Abwesenheit sollte alles weiter wie gehabt funktionieren, aber für den Fall... Danke. Aber für den Fall der Fälle schicke ich Ihnen den Code für mein Büro. Er lautet 0192. Hier gehen die immer mit den Codes echt hausieren. Oh, danke. 0192. Das glaubt man nicht. Die sind so viele Codes, die eigentlich ja nicht verschickt werden sollen, die dann doch verschickt werden. Ich glaube, hier sollte eigentlich vorher eine Brücke sein, ne? Stand clear. Ah ja, okay. Wollt ihr mich verarschen?
Ich glaube, das ist der MP-Ladung. Die MP-Ladung setzt einen großen Stoß elektromagnetischer Energie frei, der auch effektiv gegen Robotergeschütze und andere elektrische Einheiten ist. Mit ihm kannst du sie werfen oder... Ja, bla, bla, bla. Ah. Was? Er hat sich wohl über sie geärgert. Bedauerlich. Oh. Gerade mitten hier, ne? Noch im Kampf. Das ist noch eine Mimik und wir werden hier mitten zugebamst. Okay. Okay, wollt ihr mich verarschen? Wow. Ich sollte definitiv pausieren. Ich werde hier verarscht. Gibt's doch nicht. Hallo? Ey, mal beim Aufnehmen bitte leise sein. Entschuldigung. Also an euch, ne? Nicht an meine Kaninchen. Die sind einfach nur frech. Heute. Irgendwie haben die irgendwie, ja, vielleicht war was im Spinat oder so. Im Salat. Oh. Einfach nicht aufregen. Ich brauche unbedingt Dings. Also solange sie nicht rüberklettern, ist alles in Ordnung. Ist wieder der Weltraumaufzug. Aber es hört sich teilweise so an, ne? Als wenn die rüberspringen. Oh, warte mal. Mein neuer Reployer, Dr. Thorstein, ich möchte mich persönlich bei Ihnen für den neuen Reployer bedanken. Ich weiß, dass auch andere dafür auf der Warteliste stehen. Daher war ich heute Morgen sehr angenehm überrascht, einen neuen in meinem Beruf vorzufinden. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar und es tut mir leid, dass ich Sie noch weiter belästigen muss. Es wäre nämlich großartig, wenn Sie einen Ihrer Techniker in Bern vorbeischicken könnten, damit mir jemand erklärt, was das dringend eigentlich kann. Danke. Wow. Okay, Teil angefordert. Es geht mal wieder um eine Morgenanfrage. Morgen war heute im Maschinenlabor und stand einfach nur da, als wäre nicht klar, wohin es gehen sollte. Als ich meine Hilfe anbot, bat Morgen mich um weitere Operatorteile. Ich fragte, ob die letzten, die wir geschickt hatten, nicht ausreichend waren. Dann kam ein verständnisloser Blick, nichts für ungut, aber Morgen hat genug Material angefordert, um jeden Operator auf der Station 5-mal zu reparieren. Außerdem haben wir noch weitere Operator-Einheiten, die gewartet werden müssen. Okay. Das ist weird. Den kennen wir schon, den Weltraumaufzug. Oh, das mit den Bildern, ne? Macht's irgendwie nicht besser. Oh, Neuromod. Die nehme ich doch gerne. Medkit nehme ich auch mal mit. Das hier hat doch bestimmt noch irgendwie, ne? Ah. Was steht da? ES und XE. Bitte nicht sagen. Ich glaube, ich finde es hier unten, ne? Oder? Nein, doch nicht. Schade. Ich dachte, es wäre... doch, hier unten. Ist die 99? Wo war XE? XXE? XE? Ich bin blind. Dass sie hier hinten gerade Krach machen, das macht es gerade nicht besser. Ich konnte die leichte Tabelle mal irgendwann mal auswendig, aber mittlerweile. I don't know. Ich guck mal da oben nach Oxygen. Also ES haben wir ja schon gefunden. Das ist die 99, aber wo ist die XE nochmal? Helium habe ich auch schon gefunden. Ja, ist alles in Ordnung, aber. Ich finde alles, was ich nicht brauche. Ich sollte mal Reihe für Reihe gehen, ne? Ich weiß auch... Da, die 54. Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch gar nicht mehr, was das ist. Xenon! Ach so, ja, dann wäre es ja klar gewesen, dass da oben ist, ne? Also ES wusste ich irgendwie... Ne? Hier unten sind ja die Radioaktiven, meine ich. Okay, 99 und 54... So. So geht's. Oh, okay. Recyclerladung. Wenn eine Recyclerladung explodiert, zerlegt sie die molekulare Struktur von Objekten in ihrer Nähe in recycelbare Materialien. Deine Uniform bietet dir zwar etwas Schutz, aber sie ist nicht vollkommen sicher. Es ist daher gefährlich, einer Recyclerladung zu nahe zu kommen. Mit Mühen kannst du werfen oder sie an stationären Objekten befestigen. Also wir nehmen Schaden, sagste.
Okay. Wir sind ja von da gekommen, ne? Okay. Ach ja, hier, die Tür war vorhin offen. Da war was. Ich will nicht wieder ein Dings Phantom in die Arme laufen, ne? Was? Hier waren wir schon, ne? Ist das hier wieder? Ja, das ist wieder am Anfang. Okay, gut. Das ist nur ein Shortcut. Ey, hätte ich mir nicht denken können. Ich bin da vorhin ja drauf geguckt. Hier ist aber nichts mehr, ne? Nö. Was haben wir denn eigentlich bekommen? Warte. So. Ah ja, wir haben ja wieder Neuromods, ne? Drei Stück haben wir jetzt. Was war das denn? Ja! Nehme ich. Ich glaube, das ist ganz gut. Können wir nämlich ein paar Sachen mitnehmen. Von den Dings unten, ne? Warte mal, dann lohnt sich das tatsächlich sogar nochmal nach unten zu gehen. Wenn die da noch liegen. Die, wow. Spiel sagt so nein. Einfach mal Ersatzteile geklaut. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier wieder was höre, ne? Dreh ich durch. Ah, es war der von oben, ne? Es war doch der von oben, ne? Wieso wird gespeichert? Oder speichert das immer regelmäßig? Da liegt auch noch jemand? Okay. Ahaha. Das wird ja super. Wird der Alkohol eigentlich auch gedingst? Als hier, Futter? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder hab ich den noch? Ich glaube, ich hab noch, ne? Halt Furcht. Okay. Vielleicht sollte ich mir auch ein bisschen was reinzwiebeln, ne? War ein Scherz. Ich hab natürlich schon getrunken. Das löse ich jetzt nicht auf. Okay. Achso, Reparatur. Ich sollte nicht so viel Dings dabei haben. Alkohol, ne? Also jetzt hier als morgen. Ich glaube, das kommt nicht gut. Ah gut, die können wir mitnehmen. Die sonnengetrockneten Tomaten. Oh. Oh. Moin. Ha. Für alt und jung, ne? Jung und alt. Ein Fest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das da vorhin auch gemacht haben, wo wir da so unterwegs waren. Kann ich das auch mit Glue? Okay, das geht auch. Feuer kann man mit Glue Schaum löschen. Okay, warte. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Aber die lasse ich ihm. Ich glaube, das sollte ich nicht wegmachen, weil dann da wieder was rauskommt, ne? Moment. Wir können jetzt hier irgendwie eine Art Weg hochbauen. Das ist es nicht. Noch nicht. Oh. Ich will es nicht wissen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon sein soll.
Wer bist du denn? Ja, moin. Sind hier zwei. Oh, immer diese Dings, ne? Ich warte mal kurz. Ich vertraue dem nicht. Also generell sollte man, glaube ich, denen nicht vertrauen, aber, ne? Ich glaube nämlich, der kommt hier vorbei. Es könnte sein. Aber ich glaube, der guckt hier nicht rein, ne? Solange ich mich ruhig verhalte, sind wir, glaube ich, safe? Ich warte mal, nö. Ich weiß ja nicht, wo er auftaucht. I don't know. Dauert bestimmt noch. Ich will mir auch nicht in die Arme laufen. Geht wäre nicht so cool. Wo ist er denn? Oh, ich dachte schon. Oh, warte mal. Waren sie schon mal halbwach und konnten ihren Körper nicht bewegen? Ja, das kenne ich. Hier kommt ein Großteil der Stationstech. Laborausrüstung, Spezialteile, Prototypen. Wir müssten ihr Looking Glass Terminal in Dr. Calvinos Werkstatt reparieren können. Anzug wurde beschädigt. Okay, warte, Oh. Warte mal, wir haben Anzug-Reparatur-Kits. Irgendwo hatten wir die. Medikit brauche ich, glaube ich, noch nicht. Das ist Psy. Oder Psy-Hypo. Waren das? Das war das Waffen-Upgrade. Ich hatte ein Reparatur-Kit. Ich bin mir ziemlich sicher. Wo bist du denn? Ach hier, Anzug-Reparatur-Kit. Verwenden. Ja. Ich glaube, das ist wieder super. Und du bist weg. Wo auch immer du warst. Ich habe jetzt nicht zugehört. Irgendwas mit Teile werden hier hergestellt. Elektronik leicht gemacht. Mit einer Reihe praktischer Experimente werden Ihnen die Grundlagen moderner Analog- und Digital-Elektronik vermitteln. Werden wir, okay. Damit Sie am Ende jeden beliebigen einfachen Schaltkreis selbst bauen können. Wie hat das Thomas Edison einst... Ja, wir haben das schon gelesen, ne? Ja, ja, Haufen Schrott und so. Ich bin auch gleich ein Haufen Schrott. Wenn das so weitergeht. Okay. Ah, von hier wären wir gekommen, ne? Hier waren wir vorhin. Ach so. Ah, also sind wir quasi außenrum. Ich glaube, das müssen wir noch öfter. Weil der Hauptweg wird wahrscheinlich noch öfter versperrt sein. Reparatur 2, achso. Au. Hab ich ja richtig Schaden von bekommen, ne? Was kann ich denn essen? Warte mal. 5 Gesundheit. 5. Und Psi. 5 Gesundheit. Okay. Das meiste ist nur 5, ne? Was esse ich denn mal? Ja, ja, das ist das Dings. Veggie-Mix. Nochmal komm. Ach, ich sehe das da unten. Ach so.
Ein paar Bananen können wir auch nochmal essen und hier, dann sind wir wieder voll. Doppelt. Im doppelten Sinne. Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Ha. Tschüss. Calvino hat wahrscheinlich eine Schlüsselkarte. Sie können ihn, oder was von ihm übrig ist, über die Liste der Sicherheit finden. Oh. Dafür braucht man die Hebelkraft. Ich habe keine Neuromods. Nee, ärgerlich. Ja, komm, nehmen wir mal mit, ne? Okay. Es ist Clive Lawrence. Oh. Ich habe mich vor mir selber erschreckt. Der war ein bisschen fix. Das war der Typ von hier. Da hat sie auch versucht, jemanden zu retten, aber... Lief anscheinend ja nicht ganz so gut, ne? Aber was willst du denn auch machen? Das Schiff geht ja auch auseinander. Ah, die habe ich schon. Warte mal, da war auch Munition nehmen, ne? Ja, stimmt, die sind ja auch geladen, glaube ich. Vorgeladen. Okay. So, dann werde ich mal den Schrott übertragen. Oh, okay. Doch schon so viel. Okay. Ich mach wieder nach Grüße. Sehr cool. Auch schön, dass sie weiß, was Schrott ist und was nicht, ne? Okay, ich glaube, hier ist nur unten diese paar kleinen Dinge. Aber hey, es sind die kleinen Dinge des Lebens, ne? Achso, okay. Hier hat jemand vorgearbeitet. Thaddeus, das war cool. Nein! Robert? Alice, Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt, im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Shh. Moment mal. Da kommt wer. Ha. Ja, nicht nur wer. Nicht nur wer. Ersatzteile. Hab ich doch schon. Habe ich jetzt zwei geschallgedämpfte Pistolen oder ist das jetzt irgendwie... egal. Ich sollte unbedingt aufpassen, nicht immer alles gleich mitzunehmen. Wenn ich schon hab. Aber hier ist nichts mehr, ne?
Hier ist nur das gewesen. Sag mal, wo habe ich die anderen denn? Audiologs. Hier. Genau, das haben wir gerade angehört. Dr. Thorstein? Wo sind Sie? In der Werkstatt. Ich habe eine Explosion gehört. Vergessen Sie das. Nehmen Sie mit, was Sie können und kommen Sie mal. Ich weiß nicht, ob wir schon gehört haben. Wir evakuieren. Was? Was soll ich? Neuromods. Exotisches Material. Beeilung. Ach, das haben wir gerade bekommen von... Ja, oder? Sir. Und keine bringen Ahnung. Sie eine Glühkanone mit. Doch, doch, das müssten wir gerade von ihm bekommen haben, weil er lag ja auch Thaddeus, ne? Alex. Simmons, was ist hier los? Ah, das haben wir schon gehört. Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Sie lebt Morgan. Noch. Ruhig gestellt. Alles klar. Bin genau, unterwegs. Hier ist ja der Thaddeus. Okay. Immer wenn ich mutiger werde, habe ich das Gefühl. Nein, es passiert eigentlich immer. Schiff geht manuell ständig auseinander. Verdammt. Oh ja, komm. Oder da noch ran. Wir haben gerade einen Stromschlag bekommen, ne? Das heißt nur, aber... Alter, das wäre uns beinahe auf den Kopf gefallen! Ich bin nicht hier. Nein, wollte ich noch nicht. Ich wollte nur die Sachen mitnehmen. Okay, da waren doch mehr Gegner. Kann ich dich denn schon reparieren? Nein, kann ich nicht. Okay. Ja. Jede Luftschleuse besitzt Gelungen, die sich vor einem Weltraumspaziergang deaktivieren müssen. Das ist ja zwar als Sicherheitsmaßnahme gedacht, aber irrelevant, wenn der Feind schon in der Station ist. Ja, irgendwie schon, ne? Wenn Sie hinausgehen, bleiben Sie in der Nähe. Die Typhon sind vielleicht auch schon im Außenbereich. Nicht vergessen, andere Luftschleusen müssen auch zuerst von innen geöffnet werden. Noch etwas. Hä? Sie haben noch kein Antriebssystem. Das brauchen Sie aber zu manövrieren. Hä? Jetzt komme ich hier nicht durch. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund muss ich gerade springen. So ein Duckjump. Okay. Ah, don't know, wofür ich die brauche. Wahrscheinlich wird die zerlegt. Ich nehme es mal mit. Okay. Ja, wahrscheinlich wird es zerlegt, ne? Wenn ich es in den Dings reinschmeiße. Das hört sich auch so an. Oh. Oh, das ist einfach nur ein Mimik in der Nähe. Dankeschön. Oh, leck mich doch fett. Was kann ich eigentlich? Bin ich eigentlich in der Lage? Was? Oh, okay, warte mal. Da oben liegt was Schönes, glaube ich.
Okay. Warte, was? Hat wohl nicht funktioniert. Naja. Weird. Kann ich hier eigentlich ranschießen? Ja, kann ich. Ah, okay. Hab ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht. Fuck. Warte mal. Okay, das sollte ich vielleicht nicht machen. Nein! Ich hänge fest. Nicht dein Ernst. Nein, das wollte ich doch nicht. Okay, das war keine... gute Idee, warte. Nee, das ist falsche Taste. Schnell laden. Warte mal, welche ist denn. Hier, Spiel laden. Von vor ein paar Minuten, ne? Okay, warte, dann nehme ich mal schnell laden. Eieiei, das ist ja ärgerlich. War so irgendwo hängen geblieben. Ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Oh, ja. Wenn man wissen will, wie etwas funktioniert, muss man es zerlegen. Ja, ich weiß, ich nehme immer ein bisschen Schaden. Bist du denn? Ach, da. Sollte jetzt nicht so funktionieren, wahrscheinlich. Also, das war von dem geplant. Warte. Was? Ach, komm mal her. Dann kämpf wenigstens. Wie so ein richtiges Mimik. Achso, okay, wir sind wieder hier. Ah, Radioaktivität. Ah, ich bin wieder hier. Vor 2 Sekunden. Ah, ich bin hier. Ah, ich bin hier. Wenn man weiß, wo man ist und danach bemerkt, oh, jetzt weiß ich wirklich, wo ich bin. Okay. Orte vernünftig miteinander verknüpfen. Kann ich. Fabrikator ist wieder sowas. Warte, dann haben wir auch das hier. Schrott. Ist nicht so viel, ne? Okay. Nee, ich wollte das exotische Material. Ich mach mal das, damit wir nicht immer andauernd irgendwie nachladen. Ja, komm. Kann nicht schaden. Bitte? Mary, Achtung, Strahlung. Mary, wie du vielleicht schon bemerkt hast, gibt es ein Problem mit einem der Tanks in der Nähe des Lagerschranks, das zum Austreten von Strahlung führt. Halte dich bitte davon fern und sag es weiter, bis ich die benötigten Dinge erhalten habe, um es in Ordnung zu bringen. Randy. Assassin's League. Ist das so ein Assassin's League? Creed League of Legends.
Mix. Hey Mary, hier ist Gary Snow. Ich arbeite im Besatzungsdienstbereich. Ich habe ein Gerücht über eine neue Pfeilpistole gehört, die sie sich ausgedacht haben. Ach so. Es geht um ein ging auch um ein Assassins-Spiel im Arboretum und in den Besatzungsquartieren. Ich wäre gerne dabei. Danke, Gary. Ah, Assassin's Creed. Jägerin Bolzenwerfer, genau. Deswegen habe ich da nicht an den Namen gedacht. Bolzenwerfer Munition. Können wir jetzt selber herstellen? Okay. Brauche ich. Ah, das ist der Fabrikatorplan, wegen dem ich ja erst hochgekommen. Okay. Aber warte mal, das war was Wichtiges, ne? Ihre Trendstar-Uniform wurde entworfen, um Ihnen Sicherheit, einen bequemen Sitz und ein einfaches Arbeiten zu ermöglichen. Die Uniform muss an Bord der Station stets getragen werden. Es wurden zwar alle Anstrengungen unternommen, um Ihnen auf der Talos 1 ein komfortables und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. Allerdings besteht immer die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Gefahrensituation. Die Zugehörigkeit zu den Abteilungen erkennen Sie am Stil und der Farbe der Uniform. Braun oder schwarz ist Leitung und Verwaltung. Grün und weiß ist Wissenschaft und Technologie. Orange Technik und Wartung. Blau und schwarz Sicherheit. Wir haben schwarz-rot, ne? Er könnte aber auch braun, also Leitung verwalten. Oder einfach auf was anderes. Rewirksamkeit der Bolzen, keine Sorge. Ist die Katze aus dem Haus? Ich habe schon ein paar Ideen. Ich arbeite was aus und schicke es dir, Mary. Hi Clive, tut mir leid wegen der ganzen Bolzen in der Werkstatt. Das ist wirklich der einzige Ort, an dem ich die neue Waffe ausprobieren kann. Ich glaube, die wird ganz nett. Brauchst du noch Hilfe? Mary ist schon dabei. Psychotronik-Satellit. Hallo Franklin. Der Satellit, der aktuell in der Werkstatt in Reparatur liegt, soll stillgelegt werden. Dr. Kalstrup hat uns allerdings gebeten, alle Elemente des Psychotronik-Transistors zu entfernen und im neuen Satelliten zu installieren. Fragen Sie mich nicht, wofür die gut sind. Ich weiß es nicht. Erledigen Sie es nur so schnell wie möglich, Dr. Thorstein. Oder Thorstein. Okay. Ah, da vorne ist das mit der radioaktiven Strahlung. Da ist auch noch was. Oh, da liegt ja jemand. Aber Glue geht nicht, ne? Nee. Oh. Das hätten wir beinahe hingekriegt. Also zumindest das mitnehmen. Okay, nee. Das war ganz knapp. Was in der Luft hängt, ne? Oh, warte mal. Bin ich doof? Ja, bin ich. Fragt nicht. Warte. Nope. Au. Okay. Ich muss mir was anderes überlegen. Wahrscheinlich kann ich hier unten was hinstellen, ne? Genau, das ist die radioaktive Strahlung. Wertungsvorratsschrank. Okay, dafür hatte ich, glaube ich, noch nichts. Geh ich mal nicht zu nah ran. Ah, das war das. Hier ist irgendwo noch einer, ne? Hör dich doch. Oh.
Vielleicht war es auch was anderes. Ah ja, stimmt, hier war ja was. Hab ich mir ja das letzte Mal geholt. Warte mal, da war auch was. Okay. Ja, was drinne? Weird, weird. Warte mal, ist der Code hier vielleicht irgendwo? Was war denn das nochmal? Das war der Storage Room. Oh, warte mal. Nee, warte, Glue. Das hatte ich ja beim letzten Mal auch gemacht. Achso, ich muss hier rein, ne? Ich kann das noch nicht tragen. Ich glaube nicht, dass ich hier rüber reinkomme. Mach du mal auf. Nee, mach doch nicht. Okay. Okay, dann nicht. Noch nicht. Wir kommen irgendwo schon rein. Irgendwann und irgendwie. Kriegen wir das schon hin. Aber ich glaube, mittlerweile kann ich den Part beenden. Ich guck mal eben nach. Reicht für ein Part. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.